Salam alaikum Abdurrahman, Salam alaikum liebe Geschwister. Jetzt kurz noch Informationen, bevor der Abdurrahman anfängt. Wir machen das heute die letzte sozusagen Khutba, also Khutba-Rede. Ab 19.06. machen wir weiter. Das wird aber 14-tägig sein und wird es wahrscheinlich Einsichten und Weisheiten nennen. Und zu erwähnen wäre, ab 14.06. gibt es eine neue dreiteilige Serie mit dem Abdurrahman Reidegeld. Das Thema ist Rukia und Bewusstseinsschulung. Und damit können wir auch wieder anfangen. Bismillah, Abdurrahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Preise Allah, dem Herrn der Welten, und Segen und Frieden mit dem Propheten, mit dem Gesandten Muhammad und mit seinen Gefährten und den gottesfürchtigen Dienern, die ihm folgen, allesamt. Ashhadu ala ilaha illallahu wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt, außer Allah, der einzig ist und kein Teilhabe hat. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter und sein Diener ist. Amma ba'd. Wenn wir eine der wichtigsten Angelegenheiten in diesen schwierigen Zeiten betrachten, so ist es die innere Sicherheit. Viele Leute beginnen, die innere Sicherheit zu verlieren, stellen grundsätzliche Fragen. Umso wichtiger ist es, einen spirituellen Hinweis zu geben, dass die Menschen festhalten können und Sicherheit gewinnen. Den sicheren Weg im Leben zu haben, festzuhalten am Dien und wegzukommen von dummen Zweifeln und von irrigen Vorstellungen. In diesem Sinne habe ich mir gedacht, es braucht eine Aya, die diesen sicheren Halt darstellt. Und eine der beispielhaftesten und der wichtigsten in diesem Kontext ist die Folge-Aya nach der Ayatul Kursi, will sagen die 256. Aya der Suratul Baqarah. In dieser Aya wird nun einiges dargestellt. Ich gebe erst eine allgemeine Darstellung und komme dann zu Besonderheiten, die der Aufmerksamkeit der meisten Menschen entgeht, die aber sehr wichtig sind, gerade in diesem Kontext des Festhaltens. Da heißt es dann: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. La ikraha fid din. Ungefähr könnte man das wiedergeben: Es gibt keinen Zwang in den Din-Angelegenheiten. Man kann es auch verstehen, es gibt keinen Zwang dazu, dass man sich am Dien festhält. Man könnte aber auch verstehen, der Dien, wenn man ihn richtig beachtet, enthält keinen Zwang oder soll keinen Zwang enthalten. Man kann es also so verstehen, niemand wird gezwungen, am Dien festzuhalten. Es ist gut, wenn er es tut, aber der Schöpfer lässt hier eine Wahl. Oder man versteht es so, wer schon am Dien festhält, der erkennt, dass das Wesentliche am Dien die Freiwilligkeit ist. Und auch das macht Sinn. Denn wenn man Allah dient, dann tut man das ja, wenn man es aufrichtig tut, nicht weil man immer sagt, ich muss jetzt beten, aber ich will ja eigentlich nicht, sondern man stellt fest, das Wesentliche ist, ich möchte mich Allah durch Ibadah annähern. Dass manche Arten der Ibadah als Pflicht gekennzeichnet sind, ist ja nicht, dass der Mensch gezwungen wird, sondern das ist dazu, dass die Wichtigkeit hervorgehoben wird. Stichwort, das, was als verbindlich festgelegt wird, ist das, was nicht wegfallen darf, weil sonst eine wesentliche Säule des Dien fehlen würde. Also nicht aus einem von oben herabgesetzten Zwang heraus ist das gedacht, sondern aus der Vorstellung, dass es notwendig ist, damit der Dien erhalten bleiben kann. Dann geht es weiter. Es ist bereits deutlich geworden, wörtlich, die rechte Lebensweise von dem sündhaften Irrgang. Jetzt muss man sagen, alle Begriffe haben auch eine tiefere Ebene. Tabayyana kommt von dem Begriff Bayyin, deutlich hervortreten. Bayyana, jemand hat etwas deutlich gemacht. Tabayyana, eine Sache ist deutlich geworden. Das heißt, sie ist offenkundig so hervorgetreten, dass es auch gar keine Interpretation mehr braucht. Eine Sache, von der man sagt, قَدْ تَبَيَّنَ, bedeutet, es ist ein Beleg dafür aufgetaucht. Ich könnte sagen, ein Berg ist aus der Erde aufgetaucht. Ich sehe das mit bloßem Auge. Aus welchem Grund auch immer. Es braucht keine Interpretation. Das könnte ein Berg, das könnte ein Hügel sein. Nein, es ist ein Berg, das ist ein großes Ding, das ist aufgestiegen. Das ist genau wie eine Veränderung der Farbe, die jeder sieht. Wir brauchen nicht zu diskutieren, ob rot oder rosa, es ist eindeutig eine Farbveränderung.
Das ist bayyin, sagt man arabisch. Es ist also deutlich hervorgetreten. Der Begriff tabayyana legt nahe, dass, und das ist ein generelles koranisches Konzept, dass man mit einfachsten Mitteln feststellen kann, dass die Sache so ist. Es braucht also nicht eine unglaublich komplexe intellektuelle Tätigkeit, um festzustellen, das ist deutlich hervorgetreten. Der normale, gesunde Empfindungssinn des Menschen lässt ihm klar sein, das ist so und nicht anders. Rushd. Rashid zu sein, jemand, der eine rechte Leitung gibt oder auch rechtgeleitet wird, bedeutet hier den richtigen Weg, aber in dem Sinne so, dass etwas Gutes herauskommt. Rushd bedeutet nicht Rechtleitung im Sinne von Huda oder Hidayah. Huda oder Hidayah hat den Hintergrund, eine übergeordnete Kraft schenkt mir die richtige Einsicht. Da ist auch Hadiyah, das Geschenk, mit irgendwo drin, sodass ich dann am Ende das Richtige finde. Hier jedoch ist der Fokus anders. Rechtgeleitet zu sein, so dass ein richtiges Ergebnis rauskommt. Deswegen heißt es im Koran an anderer Stelle, diejenigen, die Unrecht taten, oder auch der Pharao an einer Stelle, waren nicht Birashid. Sie waren nicht solche, die rechtgeleitet waren, in dem Sinne, dass ein korrektes, gutes Ergebnis rauskam. Es kam etwas Sündhaftes raus. Rushd ist also quasi die Art der Rechtleitung, die ein richtiges Ergebnis bringt. Darum, قَدْ تَبَيَّنَ رُشْدُ kann auch bedeuten, es ist bereits deutlich geworden, das gute Ergebnis, was erzielt wird durch ein rechtgeleitetes Handeln. Stichwort das rechtgeleitete Handeln, was überhaupt kein richtiges Ergebnis bringt, ist ja kein rechtgeleitetes Handeln. Der Koran unterteilt nicht mit, ich habe ein gutes Herz, aber ich handle bösartig den Menschen und der Schöpfung gegenüber. Nein, der Schöpfer sagt, bist du rechtgeleitet, dann wirst du nicht Unrecht ausüben gegenüber deinen Mitmenschen und auch nicht gegenüber dir selbst und auch nicht gegenüber den Gaben, die dir Allah als Amana, als anvertrautes Gut geschenkt hat, etc. pp. Es kann also nicht sein, dass das Ergebnis schlecht ist und man ist gut rechtgeleitet. Das nennt man nicht Rushd. Das nennt man geradezu Rai. Wie viele Menschen denken, ich bin rechtgeleitet und üben Unrecht und Zerstörung auf Erden aus? Das sind nicht wenige. Das nennt der Koran Rai. قَدْ تَبَيَّنَ رُشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Denn es ist deutlich, wenn jemand Rushd hat, dann behauptet er nicht rechtgeleitet zu sein und tut alles Mögliche, sondern er tut das, was zu gutem Ergebnis in dieser Welt führt. Und Rai ist genau das Gegenteil. Es ist gut, wie es ist, sagt jemand, und zerstört Wirtschaft und Menschen und zerstört Hoffnung und Möglichkeiten. Das ist Rai. Und das ist deutlich, Tabayyana. Das bedeutet, der Schöpfer sagt in dieser Aya, es ist jetzt deutlich, weil Maßstäbe gegeben wurden, das ist richtig, das ist falsch. Daraus folgend ist auch deutlich, das ist ein richtiges Handeln und das nicht. Sozusagen, der Schöpfer drückt durch diese Aya aus, von diesem Moment an gibt es keinen Zweifel mehr, was richtig ist und was falsch. Und man kann weder von äußerlichen Ergebnissen noch von innerlicher Absicht hier sprechen. Es ist deutlich. Beides muss übereinstimmen. Dann heißt es weiter: فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Wer also At-Tarut mit Kufr belegt, jetzt ganz wortwörtlich, wer also sagt, das, was Tarut angeht, ist falsch, ist nicht richtig, ist nicht wert, dass wir Überzeugungen da reinsetzen, ist nichtig, ist falsch. Dann wäre Tarut nach den meisten Überlieferungen entweder Götzen, also verschiedene Gottheiten, und nach einer weiteren Interpretation das Böse, der Shaitan, und nach einer dritten Interpretation alles, was anders ist als Allah und seine Zielsetzung. Im abstrakten Sinne. Ob wir es also konkret oder abstrakt nehmen, es ist das, was übel ist und was fort muss. Wer also das Richtige tut in dem Sinne, er gibt eine Absage an andere Gottheiten, er gibt eine Absage an den Shaitan und er lehnt das ab, was Übel auf Erden hervorbringt. Und dann weiter.
Jetzt findet man in manchen Übersetzungen und an Allah glaubt. Ich bin in diesem Kontext mit dem Begriff glaubt nicht einverstanden, weil Iman von Amen oder Aman die innerliche Sicherheit abgeleitet ist. Also wer ganz und gar gewiss und sicher ist bezüglich Allahs, wer sicher ist, dass Allah existiert, wer gewiss ist in seiner Überzeugung und in seiner Bezeugung, dass Allah da ist, das ist Iman hier. Stichwort, ich bin sicher, das ist übel, denn ich habe jetzt den Maßstab, und sage, das ist übel, das lehne ich ab. Und da ist Allah Ta'ala, so wie er sich kundgemacht hat. Und ich sage, dazu gebe ich meine Überzeugung. Hier bin ich ganz sicher. Wer das also getan hat, und jetzt kommt eine Parabel, ein Beispiel mit Fa, da ist es also so. Jetzt kommt das Beispiel dieser Aya. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Um dieses Beispiel zu verstehen, gibt es drei Ebenen. Es gibt erstmal eine wortwörtliche, dann eine kulturelle und dann eine theologische. Kommen wir zur wortwörtlichen. Wer das also tut, die Absage gibt an Tarut, wie immer auch verstanden, und Iman bezeugt bezüglich Allahs, der hat was getan. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ. Der hält ganz fest. Der hat ganz fest ergriffen, wörtlich, was, wen oder was? Al-Urwa, den Haltering. Al-Wuthqa, den am meisten vertrauenswürdigsten Haltering. Die Idee, in altarabischen Häusern, auch zur Prophetenzeit, gab es häufig einen Ring, vor allen Dingen, wenn es ein Obergeschoss gab. Und durch diesen Ring wurde ein Seil gezogen. Und daran wurden Lasten aufgezogen. Die Idee ist jetzt, wenn man einen eisernen Haltring hat, der ist aus einem einzigen Stück verschmiedet, wird gekrümmt durch den Schmied und muss verschmiedet werden. In kleiner Version kennen Sie das bei Schmuck, wenn ein Ring quasi eine Nahtstelle hat. Wenn der Ring nicht hält, weil die Last zu schwer ist, dann würde sich dieser Ring aufbiegen. Ein Haltring, der sich nicht aufbiegt, ist vertrauenswürdig. Al-Urwa al-Wathiqa. Hier nennt Allah das Festhalten an ihm und an dem Iman so, der ist so, als wenn er festhalten würde an Al-Urwa al-Wathiqa, dem allervertrauenswürdigsten Haltering, wortwörtlich, Urwa ist der Haltering aus Eisen, lan-fisama laha. Infisam bedeutet aufbiegen. Der allervertrauenswürdigste Haltering, der kein Aufbiegen kennt. Jetzt könnten Sie sagen, jeder Haltering im Diesseits könnte das haben, grundsätzlich. Und Allah sagt, der Vertrag mit mir, das Festhalten an mir, das Festhalten an diesem Maßstab, ist so wie ein Haltering, der sich niemals aufbieten kann. Stichwort, ich beherrsche Himmel und Erde. Darum, die Ayat Kursi mit der Herrschaft über Himmel und Erde kommt davor. Ich beherrsche Himmel und Erde. Wenn ich eine Garantie gebe, wird das niemals gebrochen. Und im Beispiel, wenn du dich an diesem Haltering wie an einem Vertrag festhältst, wird dieser Vertrag niemals gebrochen. Der Haltering würde sich also im Beispiel niemals aufbiegen. Das ist der kulturelle Kontext. Aber hier gibt es noch ein paar Besonderheiten, die gar nicht deutlich sind. Etwa das Verb istamsaka. Heißt das wirklich festhalten oder sich festhalten? Das Grundverb dahinter ist masaka yamsiku. Massaker bedeutet etwas ergreifen, etwas festhalten. Istamsaka ist aber eine Ableitung. Istamsaka bedeutet etwas für sich selbst tun oder von selbst freiwillig tun wollen. Eigentlich müsste man es also angeben, der ist so, dass er freiwillig und aus seinem ganzen Willen etwas ergreift und sich selber festhält. Wenn ich sage Massaker, er ergreift. Er ist derjenige, der aktive Part ist. Wenn ich sage, istamsaka, ich halte mich fest, dann ist in Wirklichkeit der andere der entscheidende Teil. Stichwort, es muss ja Allah sein, subhanahu wa ta'ala, der mir diesen Urwa, diesen Haltering anbietet. Und ich nehme das an und ergreife das aus freiem Willen. Und jetzt sehen Sie das. Istamsaka, sich selber freiwillig festhalten wollen, enthält diese Freiwilligkeit, die in der betreffenden Aya vorher in dem Wort
La ikraha fid din eigentlich angedeutet ist. Das nennen die Gelehrten at-tawafuq bil ma'na, das Übereinstimmen in der Bedeutung. Noch einmal. La ikraha fid din. Es gibt keinen Zwang in Din-Angelegenheiten. Din bedeutet auch sich unterordnen. Heißt also, wenn ich mich unterordnen will und wenn ich den von Allah subhanahu wa ta'ala angebotenen Vertrag annehmen will, dann habe ich die sicherste, festeste Position in dieser Welt erreicht. Und das wird nicht mit Zwang sein. Der Schöpfer bietet mir den Vertrag an. Er bietet mir sozusagen den Halterring an. Jetzt ganz wortwörtlich verstanden. Ob ich mich daran festhalten will, ist meine Frage. Aber wenn ich mich daran festhalte, so kann ich sicher sein, dass mein ganzes Gewicht und das meiner Seele und das meines ganzen Schicksales, denn das lege ich dann da rein, hält. Weil der Schöpfer es so bestimmt hat. Der Schöpfer hat diesen Halterring gemacht. Er hat mir diesen Vertrag angeboten. Deswegen, faqad istamsaka, der hat sich also freiwillig und aus seinem ganzen Herzen anheften wollen an diesen Halterring und ist jetzt auch gefestigt. Und deswegen kennt dieser Halterring, der wuthqa am allervertrauenswürdigsten ist, gemeint in dieser Welt, lanfisamalaha, der kennt kein Aufbiegen. Und die Aya schließt ab mit Wallahu sami'un alim. Und Allah ist wahrlich ein Allhörender, ein Allwissender, ganz wortwörtlich. Jetzt wird auch gesagt, bei allen Ayat, bei denen Gottesnamen am Ende stehen, diese Gottesnamen bilden sozusagen eine Art Siegel, eine Art Abschluss. Und dieser Abschluss enthält sozusagen alles Wesentliche darin. Jetzt betrachten wir das einmal. Jetzt würden wir also feststellen, dass Allah subhanahu wa ta'ala von seinen Asma'ullah, von den Asma'ullah al-Husna, von seinen schönsten Namen, die Namen Sami' und Alim, an das Ende sozusagen als Besiegelung dieser Aya gesetzt hat. Zwei Dinge dazu. Wenn zwei Gottesnamen auftauchen, so bilden sie sozusagen eine Schnittmenge. Und es ist ja auch häufig so, dass bestimmte Gottesnamen mit anderen Zweitgottesnamen in Kombination geraten. Hier ist die Kombination nicht Samir Basir, zum Beispiel hörend, sehend, sondern Samir Alim. Was ist hier das Besondere? Wenn wir von dem Gottesnamen Samir sprechen, dann geht es, wenn wir um das Hören gehen, dann geht es darum, dass hier etwas gesagt wird vom Gottesdiener. Der Gottesdiener sagt etwas und Allah als der erhaltende göttliche Herr hört. Und er hört auch, was der Diener in seinem Herzen sagt. Aber wichtig ist das Sagen, das Bezeugen gewissermaßen. Und genau das ist gemeint. Wo kommt das Bezeugen in dieser Art? An der Stelle, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Denn wenn ich sage, أَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ, dann sage ich, ich bezeuge, ich mache eine Ablehnung, ich lehne ab all diese üblen Dinge. Die Tricks des Shaitan, die falschen Vorspiegelungen, die falschen Maßstäbe, all das lehne ich ab. Und dann kommt Iman billah. Ashhadu an la ilaha illallah ist eine Shahada, sehen Sie, die wesentliche. Und das sage ich. Ob ich das nur mit dem Mund und mit dem Herzen sage oder nur mit dem Herzen, ist eine andere Sache. Aber ich sage es. Der Schöpfer hört das. Und indem ich diese doppelte Bezeugung sage, Akfuru bit Tarut, ich bezeuge, dass ich eine Ablehnung gebe bezüglich allem, was Tarut ist, und ich bezeuge, Ashhadu, dass Allah vorhanden ist, Uminu billah, ich bezeuge meinen Imam bezüglich Allahs, die doppelte Bezeugung, habe ich etwas gesagt. Und indem ich das sage und bezeuge, indem ich das tue, habe ich bereits diesen Halterring ergriffen. Warum? Weil der Schöpfer sagt, bezeuge das und du hast mit mir einen Vertrag. Bezeuge, dass ich dein Gott bin und du hast deinen Vertrag. Lehne den Shaitan und die üblen Tricks, die der Shaitan macht, ab und du hast mit mir den Vertrag. Wenn ich das also tue, dann habe ich in diesem Moment den Vertrag geschlossen. Und hier sagt der Schöpfer, ich habe es gehört, denn ich höre alles. Und ich bezeuge, du hast jetzt den Vertrag mit mir. Jetzt hast du was gemacht? فَقَدِسْتَمْسَكَ. Du hast jetzt freiwillig zugegriffen. Du hast freiwillig den Vertrag geschlossen. Das ist wichtig. Und Allah ist Alim.
allwissend. Jetzt könnte man sagen, wie trifft sich jetzt die Eigenschaft bezüglich dieser Aya und dieses Gesamtsinnes? Wie trifft sich jetzt die Bedeutung Samir und die Bedeutung Alim? Wo ist hier die Schnittmenge? Oder wo ist hier der Fokus? Der Schöpfer ist in seinem Wissen allumfassend. Auch das wird ja auch schon in der Ayat Kursi vor dieser Aya gesagt. Also der Schöpfer weiß um alle Dinge. Es heißt in der Ayat Kursi, der Aya, die dieser vorausgeht, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Er weiß, was vor ihnen liegt und er weiß, was hinter ihnen liegt, jetzt wörtlich gesehen. Er weiß also um das Vorher und Nachher und um alle Dinge. Jetzt weiß der Schöpfer um alles und der Schöpfer hört. Hier ist eine interessante Vereinigung von Zeitlosigkeit und von punktueller Zeit. Denn wir sind Geschöpfe in Zeit und Ort. An einem bestimmten Punkt im Leben, wenn der Mensch Rushd erreicht und Rai in seinem Leben ablehnt und das dann bekräftigt durch die Shahada, ich lehne ab mit Kufr Tarut und ich bekräftige mit Iman meine Überzeugung zu Allah Ta'ala, dann ist das ja ein Moment. Häufig geht da ja ein langer Prozess voraus. Das heißt, in unserem Leben, einem Leben in Zeit und Raum, wird es einen bestimmten Punkt geben, einen Zeitpunkt geben, wo wir in voller Freiwilligkeit und mit voller Überzeugung sagen, so, ab diesem Punkt bin ich ganz überzeugter Muslim, ganz überzeugte Muslimin. Und man erzähle mir bitte nicht, dass ja jeder von Geburt Muslim sei und bla bla bla. Das heißt nichts. Das ist eine Grundanlage im Menschen. Aber das ist nicht die Entscheidung, die hier gefordert ist. Hier ist eine Entscheidung mit Verstand und mit Herz, mit Erkennen und mit Verantwortung gefordert. Wer wirklich weiß, was er da sagt und wer in voller Überzeugung das tut, hat einen Vertrag mit Allah geschlossen. Wer nur einfach dahin redet und keine Folge davon haben lassen möchte, der hat den Vertrag eindeutig nicht geschlossen. Und dann ist auch kein Rushd da. Ja, ich bin ein guter Muslim und das reicht. Aber ansonsten trinkt man und fastet nicht und ich weiß nicht was alles. Das ist doch kein Rushd. Rushd, noch einmal, ist nicht nur die grundsätzlich richtige Einstellung des Inneren und des Herzens, sondern auch die de facto Fähigkeit, das in Taten umzusetzen. Ich muss in meinem Handeln korrekt sein. Sonst bin ich nicht Rashid. Dann bin ich das nicht. Und der Schöpfer weiß, jetzt ist der Punkt, das Wissen Allahs ist zeitlos. Sozusagen, dass die Eigenschaft des Wissens des Schöpfers kommt aus einer Welt, die zeitlos ist. Denn Allahs Wissen kann nicht zunehmen und nicht abnehmen. Sozusagen, das Wissen Allahs ist gar nicht an irgendeinen Moment gebunden. Es ist völlig unabhängig davon. Doch die Eigenschaft Samir bezieht sich auf Zeit- und Ortgebundenheit. Deswegen die Ayat, die herabgesandt wurden im ehrenwerten Koran, in ganz allgemeiner Betrachtung jetzt, sind grundsätzlich anlassbezogen herabgesandt worden. Der Schöpfer wusste das bereits im Vorhinein, das ist richtig. Aber hier heißt es so oft, und Allah hört, was sie gesagt haben oder was sie gerade sagen. So heißt es in der Offenbarung, wo sie zum Propheten a.s. kommt. Das ist punktuell. Beides ist enthalten. Das heißt, die Eigenschaft Samir heißt hier und jetzt, wenn du den Vertrag geschlossen hast, ich habe es jetzt gehört. Und Alim, ich wusste es bereits. Denn mein Wissen umfasst alles, was da ist. Alles, was ist, war und sein wird. Und es umfasst auch, was nicht sein kann. Das bedeutet, Samir ist der Punkt, eingesetzt in einen großen Hof, Alim. Alles, was sein könnte und sein wird, ist in dem Wissen Allahs enthalten. Doch wir sind Wesen in Zeit und Ort. Und hier sagt der Schöpfer im Grunde, ich umfasse alles, wie das in der Ayat Kursi vor dieser Aya bereits dargelegt wurde. Aber hier ist die erste Eigenschaft Samir. Und Alim ist der Rahmen, der gesetzt wird. Ich höre. Und jetzt ist das im Grunde eine indirekte Frage. Wisse. Ich umfasse alles mit meinem Wissen. Und du sollst wissen, sobald du deinen Vertrag schließen willst, ich höre. Jetzt kommt rückwirkend all das, was beschrieben wird.
Wenn du nämlich an diesem Vertrag festhältst und das freiwillig, dann wird dieser Vertrag nicht gebrochen. Und was ist dieser Vertrag? Iman in mich, Allah, zu setzen. Und der Vertrag umfasst auch, dass du eine Ablehnung an all das Üble gibst, was in der Welt existiert. Und wenn du das tust, dann hast du deutlich erreicht, Rushd, welches sich deutlich von Rai, dem falschen Handeln, absetzt. Und im Kernpunkt, jetzt wieder ganz zum Anfang zurück, steht über alledem La ikraha fid-din. Und Sie können das sogar als einen Teil des Schöpfungsplanes sehen. Nämlich, der Schöpfer, Subhanahu wa ta'ala, hätte uns ja ohne freien Willen erschaffen können. Stichwort, alles läuft perfekt ab. Oder er hätte gar keine Welt erschaffen können. Der wirkliche Sinn, der wird erst am jüngsten Tag deutlich gemacht. Punktuell oder begrenzt können wir aber sagen, das diesseitige Leben hat Schönes und Furchtbares, hat Anteile von Paradies und Hölle sozusagen in uns selbst. Und es kommt darauf an, dass wir auf freiwillige Weise das Beste wollen. Und wenn man das will und wenn man sich diesbezüglich anstrengt, die Maßstäbe Allahs im ehrenwerten Koran und der authentischen Sunna betrachtet und in dem Sinne bezüglich des Tarut eine Ablehnung macht und bezüglich Allahs eine Bestätigung macht, hat man den Vertrag geschlossen. Das ist jetzt auch der Grund zur Hoffnung. Warum? Ein Vertrag zu schließen, der jederzeit aus Willkür wieder gelöst werden könnte, schafft kein Vertrauen. Doch wenn der Schöpfer sagt, solange du daran freiwillig und korrekt festhältst, hast du mit mir einen Vertrag, der niemals aufgehoben werden wird. Das schafft Sicherheit, Gewissheit. Stichwort, kann ich gewiss sein, dass ich Gutes dadurch erlange? Jawohl. Der Schöpfer ist aller Dinge mächtig und hat dir versprochen, dass der Vertrag nicht aufgehoben wird. Sozusagen dieses Teilstück der Aya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha, ist eines der wenigen Versprechen Allahs, die uns etwas Positives verheißen. Das ist ja nicht allgemein so. Aber dies ist eines der sogenannten positiven Versprechen. Der Schöpfer verspricht, du hältst dich dran fest, das wird nicht gebrochen. Niemals. Im Diesseits nicht, im Jenseits nicht. Und das schafft Sicherheit. Darum abschließend, liebe und geschätzte Zuhörende und Zuhörer, wenn Sie im Zweifel sind, dann bedenken Sie diese Aja, die deutlich sagt, und das gilt auch heute, insbesondere heute, was richtig ist und was falsch, grundsätzlich im Verhalten, im korrekten Hinwenden an Allah, ist ganz deutlich. Und dementsprechend, wann immer an uns die Fitna, die Heimsuchung herangetragen wird, so müssen wir das, was uns von Allah trennt, ablehnen und das, was uns zu Allah hinführt, annehmen. Das ist der feste Vertrag. Und wenn man das tut, ist hier nicht der Fokus, das ist vielleicht sonst wie schwer, sondern da ist der Fokus, das wird nicht gebrochen. Alle anderen mögen uns anlügen, alle anderen mögen uns verraten, alle anderen mögen uns einfach in die Grube fallen lassen. Der Schöpfer tut es nicht. Und wenn der Schöpfer uns halten will, dann wird das so sein. Und wenn die ganze Welt sich dagegen stellt. Allahumma ya Rabbil Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Dhal Jalali wal Ikram, ja Hafif, ja Muhit, umgebe uns mit deinem Schutz und lass uns in deinem Vertrag sein und lass uns Sicherheit haben und halte uns fest und lass uns am Vertrag festhalten mit deiner Erlaubnis. Wa akhru da'wana an alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.